Ich bin Manette Fusenich. Ich bin in Lützenburg aufgewachsen, ziemlich jung an die Schweiz ausgewandert und sind hier durch immer gereist. Und sind da 20 oder 30 Jahre schon an der Schweiz sesshaft. Und da habe ich auch angefangen mit Leuten, die aus aller Welt gekommen sind, sie zu malen, das heißt zu porträtieren und so schnell Porträts, die ich in einer halben Stunde mache, die sind aber so groß. Und dann habe ich sie noch an den Bischelchen versammelt. Das sind da 429. Und die Schiffe, die da hier rundherum fuhren, die drohen all die Leute, die hier an den Bischelchen sind. Das Bischelchen, das habe ich seit ein paar Jahren voll gefüllt mit Leuten aus aller Welt. Färbischer, Weißer, Bleicher, Schwarzer. Und die sitzen alle auf den Booten und fuhren da immer. Und sie sind im Wand ausgesetzt und sie wissen am Anfang nicht, wohin. Das Einzige, was sie wissen, ist, dass sie müssen fortgehen. Dass sie nicht können auf der Platz bleiben. Die Leute, die hier auf den Schiffen sitzen, die da hier rundherum sind, die so da drinnen, die sind eben nicht sesshaft, sie können gar nicht, sie sind geflüchtet von da, wo sie hier kommen, und sie wissen noch nicht, wo es hingeht. Wir sind aber alle dabei, dass sie nicht nur die, wo die hier als Flüchtlinge sieht. Die Leute, alle Guten, sitzen auf dieser Welt an unsicheren Booten. Die sieht, wie sie kreisen, und zum Teil sind sie auch schon havariert. Aber wir wissen nicht, wie das weitergeht. Die Kinder vielleicht mengen, die Schiffe, die hätten mit Vakanz zu dienen, sind lauter gefällte Landkarten, wie sie früher an der Schule hat. Und sie holen Gesichter ab als Landschaften. Da, wo die Leute hingehören, da fuhren sie auch da immer. Aber sie wissen aber nicht, wo sie hinkommen. Und dass die mobile Heim mit den Schiffen, die soll ausdrücken, dass die Reise auf der Welt ziemlich unsicher ist. Und auch immer mehr unsicher geht. Ihr könnt das nach gucken kommen an die Hall Paul Würthal bis Ende August. Am Donau könnt ein Teil davon an Peterskirch an der Stadt für den 26. September da sein Mass für Flüchtlinge. Vielleicht gibt es noch eine kleine Wanderausstellung oder ein Gruß durch die Kirche vom Land. Yeah.